Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 13525, zum Thema keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans, Kontrolle und Transparenz ermöglichen, Betroffene proaktiv informieren. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Düngel das Wort. Herr Kollege Düngel, gestatten Sie mir, bevor ich Ihnen das Wort erteile, eine Bemerkung. Der sitzungsleitende Präsident hatte Sie gestern persönlich auf Bekleidungsvereinbarungen aufmerksam gemacht, die auch die Präsidentin intensiv genug, glaube ich, allen Abgeordneten kommuniziert hatte. Wie ich sehe, haben Sie sich heute besonders fein gemacht als Resultat daraus. Ich habe jetzt nicht vor, mich mit Ihnen über stilvolle Bekleidung zu unterhalten, möchte Ihnen aber vielleicht einen Hinweis doch noch geben, dass wir uns hier als gewählte Abgeordnete im Parlament angemessen kleiden, ist Ausdruck unseres Respekts gegenüber dem Parlament und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die uns in dieses Parlament gewählt haben. Und deshalb laufen wir hier nicht rum, als wären wir auf dem Weg in den eigenen Garten, um den Rasen zu schneiden. Vielleicht sind Sie so nett, über das Wochenende hinaus noch einmal darüber nachzudenken. Und jetzt haben Sie das Wort, um zur Sache zu reden. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, glücklicherweise entscheiden nicht Sie bzw. das Präsidium, was stilvolle Kleidung ist. Was ich falsch gemacht habe, ist heute, ich habe einen lila Pullover angezogen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt über Fußball reden, wirklich ein Griff in die falsche Schublade gewesen. Das wäre jetzt die Farbe des VfL Osnabrück. Das will ja hier tatsächlich niemand. Ernsthaft? Damit habe ich nicht gerechnet. Fußballfans, meine Damen und Herren, sind keine Verbrecher und Menschenrechte enden nicht am Stadiontor. Seit vielen Jahren kümmern wir Piraten uns um die Rechte von Fußballfans. Vieles davon, auch Feedback aus der Fanszene, können Sie in den sozialen Medien verfolgen. Ich empfehle Ihnen hier den Hashtag Fanrechte zum Beispiel zu verfolgen. Wir laden regelmäßig zu Fanhearings ein, tauschen uns mit Betroffenen aus. Wir haben diverse Anträge eingebracht, teilweise auch dort erfolgreiche Initiativen starten können. Wir haben hier den Fanprojekten zu mehr Anerkennung verhelfen können. Wir haben dazu beigetragen, dass Verletzungen rund um Fußballspiele im CIS-Bericht für Nordrhein-Westfalen besser aufgeschlüsselt werden. Die Polizeipräsenz bei Spielen wurde zurückgefahren. Apropos Polizeipräsenz, wir hatten ein großes Thema 2013. Das war das Spiel Schalke gegen PAOK Saloniki. Da wurde noch angekündigt, dass alles ja noch aufzuklären sei. Und auch Herr Kollege Körfges hatte das in einer Pressemitteilung vehement gefordert. Irgendwie sind jetzt 3 Jahre vorbei, es wird dann langsam mal Zeit. Aber ich wende mich heute bewusst nicht an die Innenpolitiker und Sicherheitsesoteriker dieses Hauses. Sie sind es, die hier keinen klugen Vorschlag annehmen wollen und dagegen lieber weiter Stimmung gegen Fans machen wollen. Repression ist an der Tagesordnung im Innenausschuss dieses Hauses. Ihre Ein- und Weitsicht, Herr Kollege Lürbke, das wird Sie begeistern, ist relativ begrenzt. Ihre Fortschritte sind klein und im Bereich der Prävention dauert sowieso alles viel zu lange. Es wurde schon viel Vertrauen bei den jungen Fans verloren, auch und gerade durch die bis letztes Jahr geheimen SKB-Dateien und die wahllosen Speicherungen in die Verbunddatei, Datei Gewalttäter Sport. Oder wie gestern, ja wahllos, Herr Lürbke, oder wie gestern, wenn dann eine gute Maßnahme wie die Kennzeichnungspflicht hier beschlossen wird, aber im gleichen Moment das Vertrauen wieder mit der Einführung von Bodycams eingerissen wird. Die Behörden berufen sich bei den Maßnahmen gegen Fans eben auf diese Eintragung in diesen Dateien. Es werden Stadionverbote erteilt, Meldeauflagen etc. Niemand kontrolliert die Rechtmäßigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Sinnhaftigkeit dieser Einträge grundlegend. Wir wissen alle, aber wollen es vielleicht nicht zugeben, dass immer wieder Falschinformationen
in diesen Dateisammlungen abgelegt werden. Sie, liebe Sportpolitiker und Politikerinnen, wissen, wie wichtig Prävention, Dialog, Vertrauen für die Arbeit mit jungen Fans ist. Wir sollten darüber diskutieren, was alles Gutes mit einer einfachen, proaktiven Informationspflicht für Speicherungen erreicht werden kann. Im Antrag führe ich auch aus, was mit den Dateien alles datenschutzrechtlich nicht stimmt. Eigentlich gehören beide Dateien in die Tonne. Aber hier und jetzt geht es mir erstmal darum, wir brauchen jetzt ein großes Zeichen, um überhaupt den Dialog mit den jungen Fans wieder zu ermöglichen. Sie sollten sich hier nichts vormachen, die Fronten sind verhärtet. Viele junge Menschen trauen dem Rechtsstaat und den Polizeibehörden keinen Millimeter. Aber bevor sich alle aufregen, ist ja schon teilweise zu spät, Herr Löbke, gucken wir mal und uns hier wieder unterstellen, wir schützen Gewalttäter und verunglimpfen den Rechtsstaat und diese ganzen Dinge, stellen Polizisten unter Generalverdacht. Wir gucken mal, was so in den anderen Bundesländern und im Bund in ihren Parteien passiert. Da passiert hier eigentlich bei allen was, außer bei der CDU, die kann, glaube ich, auch weghören. Die Grünen, sie fordern im Bund die Informationspflicht für Eintragungen in die Datei Gewalttäter Sport. Sehr gut. In Berlin will Rot-Rot-Grün einen Polizeibeauftragten und sich auch für die Abschaffung der Datei Gewalttätersport einsetzen. Die SPD-Innenminister, zum Beispiel in Schleswig-Holstein und Bremen, haben sich entschlossen, über Speicherung zu informieren. Und meine FDP, Herr Löbke, in Niedersachsen ist es die FDP, die sich hartnäckig und kritisch an den SKW-Dateien abarbeitet und Prüfung der Dateien verlangt. Fußballfans sind keine Verbrecher, haben sie sogar jetzt ins Programm aufgenommen. Sehr gut. Ihre Redezeit, Herr Kollege. Ich komm zu Ende, Herr Präsident. Ich frage mich nur, ob Sie hier Ihre teilweise merkwürdigen Hardliner-Anträge und Reden dann völlig vergessen haben. Vielleicht liegt es daran, dass Sie im Sportausschuss und im Innenausschuss sind, Herr Löbke. Wir wollen nicht, dass stinknormale Fußballfans kriminalisiert werden, nur weil sie ein Fußballspiel besuchen. Wir wollen, dass mit einer Informationspflicht Vertrauen aufgebaut wird. Wir wollen, dass ein Dialog zwischen den Beteiligten stattfinden kann. Wir wollen, Herr Präsident, dass Fans sich gegen falsche oder unberechtigte Eintragungen wehren können. Gehen Sie mit uns diesen Weg, sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern, unterstützen Sie uns auf diesem richtigen Weg. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Düngel. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Heinrichs das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Daniel Düngel, mir ist schon klar, warum Sie hier diesen Antrag heute im Plenum stellen. Sie wollen den Eindruck erwecken, als ob Sie der große Retter und Bewahrer der Fanszene bei Fußballspielen wären. Aber darum geht es nicht, Herr Düngel. Es geht nämlich hier um Störer und Gewalttäter, die versuchen, die große Bühne, insbesondere bei Fußballspielen, für ihre Aktionen zu missbrauchen. Konkret sprechen Sie die Rechtmäßigkeit der Speicherung der personenbezogenen Daten von Störern und Gewalttätern in der Datei Gewalttätersport des Bundeskriminalamtes und die Dateien der zähnekundigen Beamten, diese sogenannte SKB-Dateien, an. Diese Taten tragen aber auch dazu bei, insbesondere gute Fußballspiele so sicher wie möglich zu machen, aber übrigens auch die schlechten Fußballspiele. Kann ich mich auch so an ein paar Vereine erinnern. Ich kann deswegen nicht nachvollziehen, dass Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, alle Betroffenen über einen Eintrag in diese Dateien informieren und darüber hinaus den Datenbestand der SKB-Dateien und deren Anwendung und Nutzen durch eine unabhängige Stelle überprüfen lassen zu wollen. Ich möchte zu bedenken geben, erfolgt doch dieser Betrieb dieser Grundlage der gesetzlichen Regelung. Nämlich die Rechtmäßigkeit der Gewalttäter-Sportdatei ist durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes bereits bestätigt worden. Zweitens, auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, NRW, hat das Verfahren der SKB-Dateien absolut nicht beanstandet. Und jetzt wollen wir mal, jetzt,
Ja, Hermann, jetzt wollen wir mal gucken, worüber reden wir denn hier? Wir reden ja nicht über irgendwelche Bagatelldelikte, sondern es geht hier um Anwendung von Gewalt und Leben, Leib und Leben, um Nötigung, um Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz, um Gefangenenbefreiung und Raub- und Diebstahlsdelikte. Wir reden doch nicht über irgendeinen kleinen, ob einer einen Lutscher geklaut hat in einem Geschäft, deswegen kommt er in so eine SKB-Datei, sondern es geht hier um wirklich große Verstöße. Und die braucht man, um zur Ermittlung und um eine vernünftige Sicherung eines Fußballspieles hinzukriegen. Und das braucht auch braucht unsere Polizei. Und ich wünsche mir, dass Sie als Piraten da auch diese Sache mit unterstützen. Auch wir unterhalten uns ständig mit der Fanszene. Ich gucke gerade zu meinem Kollegen Rainer Bischof als sportpolitischer Sprecher. Wir haben nämlich alle halbe Jahre mit diesen Fangruppen den Austausch gesucht und werden auch weiter den Austausch suchen. Und die richtigen Fans können diese Sache auch verstehen. Nämlich dann werden diese Fußballspiele durch diese Gewaltstörer und das Fußballspiel wird dadurch nach hinten gebracht. Und so geht nur noch die Gewalt nach vorne. Und deswegen möchte ich, dass diese Dateien auch weiter natürlich nach Rechtmäßigkeit ihre Funktion behalten. Herr Kollege, entschuldigen Sie, gleich zwei Kollegen der Piratenfraktion würden Ihnen gerne eine Frage stellen. Gerne. Zum einen ist das Herr Kollege Herrmann auf dem Platz von Herrn Lammler und danach Herr Kollege Düngel. Erstmal Herr Kollege Herrmann. Kollege Herrmann, bitte. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte Sie fragen, welche Stelle stellt denn den Straftatbestand fest von den Personen, die in die SKB-Dateien eingetragen werden? Das war die Frage schon. Ja, das ist die Frage. Also, wenn Sie wegen Gewalt, Leib und Leben schon drin sind, wenn Sie eine Nötigung schon hinter sich haben, wenn Sie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz haben, dann ist diese Stelle ja schon da gewesen, weil man dann nämlich schon dafür wahrscheinlich verurteilt worden ist. Sonst könnte man ja gar nicht in diese Datei reinkommen. Man kommt ja nicht wegen einer Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sofort da rein. Aber wir können uns ja darüber mal unterhalten im Ausschuss. Wir werden diese Sache ja überweisen und deswegen freue ich mich über diese Sache, wenn wir uns im Ausschuss darüber unterhalten. Gut, wunderbar. Und jetzt ist Herr Kollege Düngel dran, bitte. Ja, jetzt geht in eine ähnliche Richtung meine Frage. Also möglicherweise stehen da sogar Terroristen oder irgendwie sowas in der Datei Gewalttätersport, man weiß es nicht. Sie haben das jetzt so ein bisschen beantwortet, aber ich will tatsächlich noch mal sicherstehen. Also ich vermute irgendwie, Sie glauben, dass da tatsächlich irgendwie nur Verurteilte irgendwie drinstehen. Würden Sie zur Kenntnis nehmen oder stimmen Sie mir zu, dass eben in diesen Dateien ausdrücklich auch Personen aufgeführt wurden, die eben nicht in irgendeiner Form nach einer Verhandlung zu irgendetwas verurteilt wurden, sondern einfach, wo es möglicherweise Verdachtsmomente gegeben hat oder ich sag mal, dass sie einfach zur falschen Zeit an der falschen Stelle waren? Nein, so kann man es nicht sagen. Es geht auch um Ermittlungsverfahren, die laufen von der Polizei. Auch Ermittlungsverfahren von der Polizei sind sie auch in dieser Datei drin und das gehört sich auch so. Sie können ja nicht so lange warten, bis vielleicht das Urteil schon gesprochen sein. Es geht ja. Nein, ich möchte Ihnen das ganz deutlich sagen. Es geht hier darum, dass ein Fußballspiel geschützt wird und dass man so viel Sicherheit wie möglich bekommt. Und das, glaube ich, möchte jeder, der hier im Hohen Haus auch ist. Und wir unterhalten uns hier über ein paar Störer, Gewalttäter. Das ist nicht die Fanszene in Nordrhein-Westfalen. Das sind nur ganz, ganz wenige. Und die versuchen, die Bühne des Fußballs für ihre Sache zu missbrauchen. Das wollen wir nicht unterstützen, sondern da sind wir gegen. Die Datei Gewalttäter Sport, deswegen komme ich jetzt auch gleich zum Schluss, dient der Verhinderung der gewalttätigen Auseinandersetzungen. Alle diese Dateien dienen also der Straftaten zu vermeiden. Eine Skandalisierung dieser Daten, meine Damen und Herren der Piraten, habe ich gesagt, ist vollkommen unangebracht. Die SPD-Fraktion freut sich auf die vor allen Dingen inhaltsvolle Diskussion und Beratung im Fachausschuss, da freuen wir uns wirklich drauf. Und tun Sie mir doch mal bitte einen Gefallen, wenn Sie dann diese Beispiele haben, bringen Sie mal so ein Beispiel mit, wo da irgendeiner drin ist, der da überhaupt nicht reingehört und wieso der denn da reingekommen ist und wie der da wieder rauskommt, würde ich mich gerne mal drüber unterhalten. So viele wird es da nicht geben, ich glaube, gar keinen. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinrichs. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Korte.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Düngel, Zitat, Fußballfans sind keine Verbrecher. Genau, völlig richtig. Und das wollen wir auch weiterhin dokumentieren. Nur diejenigen, die sich nicht gesetzeskonform benehmen, die sollten wir schon im Blick behalten und das nachhaltig. Im vorliegenden Antrag der Piratenfraktion wird die Speicherung von Personendaten in der Datei Gewalttäter Sport sowie in den Arbeitsdateien szenekundiger Beamter kritisiert. Nach Ihrem Willen, liebe Piraten, soll die Landesregierung dafür sorgen, dass alle Betroffenen über ihre Eintragung in diesen Dateien informiert werden. Außerdem soll der Datenbestand durch eine unabhängige Stelle überprüft werden. Wie aber bereits die Antragsüberschrift zeigt, unterliegen die Piraten offensichtlich dem Irrtum, dass in den genannten Dateien die Daten von unbescholtenen Fußballfans gespeichert würden. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, wie der Name Datei Gewalttäter Sport bereits vermuten lässt, werden darin nur Daten solcher Personen gespeichert, gegen die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen wegen ernstzunehmender Straftaten ein Ermittlungsverfahren. Wissen Sie was? Bleiben Sie doch mal ganz entspannt. Sie können noch hingebungsvoll im Ausschuss diskutieren. Oh, lege ich auch keinen Wert drauf. Oder eben die Straftaten begangen haben oder gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Oder aber die wegen solcher Taten bereits rechtskräftig verurteilt worden sind. Der Kollege Heinrichs hat bereits einige Straftaten genannt. Ich will das nicht wiederholen, aber es ist schon beeindruckend, was man da erstmal auf dem Kerbholz haben muss. Darüber hinaus werden auch Daten von Personen gespeichert, gegen die Personalien, Feststellungen, Platzverweise und in Gewahrsamnahme angeordnet wurde. Da haben Sie recht. Allerdings eigentlich nur dann, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich diese Personen auch zukünftig im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen an Straftaten von erheblicher Bedeutung beteiligen werden. Diese Einschränkungen haben Sie in Ihrem Antrag schlichtweg unterschlagen. Ebenso verschweigen die Piraten in ihrem Antrag, dass das Bundesverwaltungsgericht, Herr Heinrichs hat eben auch darauf hingewiesen, bereits die Rechtmäßigkeit dieser Datei Gewalttäter Sport festgestellt hat. Was der vorliegende Antrag vor diesem Hintergrund bezwecken soll, ist nicht erkennbar. Wer sich trotz der bereits aufgezählten strengen Speicherungsgründe in entsprechenden Dateien wiederfindet, dem seien einige Verhaltenstipps ans Herz gelegt, die auf der Website der Polizei NRW zusammengestellt sind. Diese sind so schön formuliert, dass ich mir hier mit Erlaubnis des Präsidenten erlaube, gerne zu auszugsweise zu zitieren. Das habe ich jetzt nicht als Lob des Innenministers angesehen. Das macht nicht er, das machen seine Mitarbeiter und auf die ist Verlass. Also, Zitat. Es versteht sich von selbst, dass ein Großteil möglicher Speicherungsgründe dadurch vermieden werden kann, wenn erst gar keine Straftaten begangen werden. Daran sollte allein schon wegen der Gefährlichkeit solcher Taten, den strafrechtlichen Konsequenzen und dem Schaden, der damit anderen zugefügt wird, gedacht werden. Darüber hinaus sollte man sich nicht an Schlägereien beteiligen, auch nicht dann, wenn diese provoziert werden, sich sofort entfernen, wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Ich könnte das jetzt noch beliebig fortsetzen. Ich möchte Ihnen das ersparen, auch in Anbetracht der Zeit. Auf jeden Fall wird in diesem Sinne die CDU-Fraktion den vorliegenden Piratenantrag ablehnen. Wir werden selbstverständlich der Überweisung zustimmen und ich bin gespannt auf die Diskussion im Ausschuss. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Schäffer das Wort. Ganz offensichtlich spricht Frau Kollegin Paul, der erteile ich ebenso gerne das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben da noch mal einen Wechsel vollzogen. Kennen wir auch aus dem Fußball. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, Sie haben Ihren Antrag überschrieben mit keine geheimen Datensammlung über Fußballfans. Vor diesem Hintergrund hat mich ein wenig gewundert, dass Sie einen
kurzen Einschub gemacht haben zu der Sammlung personengebundener Hinweise, Ansteckungsgefahr. Das ist ein Bereich, über den man reden muss. Ich frage mich nur, wie dieser Teil, über den man sicherlich reden muss, in diesen Antrag gekommen ist, zu dem er sich auch nicht in den Beschlusspunkten in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Es ist richtig, dass Sie sagen, diese Speicherung kann eine stigmatisierende Wirkung haben. Darauf haben die AIDS-Hilfen in Deutschland zu Recht auch hingewiesen. Es ist auch die Frage zu stellen, ob das vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der medizinischen Behandelbarkeit von HIV-Infektionen überhaupt noch angebracht oder zeitgemäß ist. Ich kann Ihnen aber sagen, die Forderungen der AIDS-Hilfen sind angekommen, sie sind gehört worden und es gibt Gespräche zwischen den AIDS-Hilfen auch und dem Innenministerium und man spricht darüber, ob das tatsächlich noch so zeitgemäß ist. Ich will aber jetzt tatsächlich auf den Bereich der Fans, die von Ihnen angesprochen worden sind und die der Hauptteil ja Ihres Antrags sind, kommen. Und ich will noch mal sagen, Sie haben das ganz kurz angedeutet, Herr Düngel, dass es ja eigentlich darum gehen müsste, nicht immer nur über die ordnungspolitischen Maßnahmen zu sprechen, sondern eigentlich über die gesamte Thematik der Fankultur. Das haben Sie mit diesem Antrag hier leider nicht eingelöst, denn dazu gehört ja auch, dass man mal darüber sprechen müsste, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen und dass das Innenministerium und die Polizei sehr wohl auch an deeskalierenden Maßnahmen, genannt sei hier das NRW-Konzept, die Reduzierung von polizeilicher Präsenz, eben, das schreiben Sie aber nicht in Ihrem Antrag geschrieben. So, das gehört zu der Debatte und zu der Ehrlichkeit in diesem Kontext, aber dazu, Sie haben recht, dass Sie mit Ihrem Antrag ein Thema ansprechen, nämlich die Gewalttäter-Sportdatei, die in der Fanszene sehr kritisch diskutiert wird. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir dieses Thema hier auch politisch diskutieren. Und ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich Sie loben wollte dahingehend, dass Sie dadurch, dass Sie den Antrag überweisen, auf Effekthascherei verzichten. Ich musste leider in Ihrem Redebeitrag feststellen, dass Sie sich der Effekthascherei doch nicht ganz entziehen konnten. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem froh darüber, dass wir den Antrag auch diskutieren. Allerdings, da noch ein Verweis darauf, Sie haben auch den Dialog angesprochen, der aus Ihrer Sicht wichtig ist. Das teile ich. Insbesondere der Dialog zwischen Fanszene und Polizei ist wichtig und sollte dringend noch verstärkt werden. Dazu gehört, will ich aber auch sagen, die Dialogbereitschaft beider Seiten. Und wenn Sie den Dialog schon ansprechen und anschließend sagen, also mit den Innenpolitikern möchten Sie über ein innenpolitisches Thema nicht mehr sprechen, dann klingt das in meinen Ohren ein klein wenig absurd. Ich finde, ja, der Sportausschuss sollte durchaus auch mitbeteiligt werden an dieser Diskussion. Als Sportpolitikerin finde ich das sehr richtig. Aber wenn Sie einen politischen Dialog, der lösungsorientiert ist, hier wollen und den auch ernsthaft betreiben wollen, dann überweisen Sie den Antrag auch an den Sportausschuss, dann lassen Sie uns an den Innenausschuss, dann lassen Sie uns gemeinsam dieses Thema besprechen. Es gilt in den Blick zu nehmen bei der Frage der Gewalttäter-Sportdatei, um was es eigentlich geht. Die Kollegen haben darauf hingewiesen, es geht auch darum, dass es ein Mittel der polizeilichen Einsatzplanung ist. Es geht auch darum, dass wir Störer und Störerinnen identifizieren müssen, um Sicherheit bei Fußballspielen auch herzustellen. Sie haben aber vollkommen recht, wenn Sie sagen, auch Fußballfans haben Bürgerrechte. Das ist vollkommen klar. Und deshalb gilt es zu diskutieren, inwieweit die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit auf der einen Seite gewahrt sind, auf der anderen Seite aber auch die notwendige Einsatzplanung der Polizei. Vor diesem Hintergrund sind wir gerne bereit, das auch weiter zu diskutieren mit Ihnen, weil wir der Auffassung sind, dass es richtig und wichtig ist, dass sich die Polizei damit die Politik, nicht die Polizei, die auch, aber vor allem die Politik in diesem Kontext hier damit befassen sollte. Und natürlich kann man in diesem Zusammenhang auch darüber diskutieren, ob Betroffene nicht über die Speicherung informiert werden könnten. Das muss alles in einem Dialogprozess, ich hoffe, an dem wollen Sie sich auch vernünftig beteiligen, geschehen. Und man kann in diesem Zusammenhang auch noch mal in den Blick nehmen, Frau Korte hat das gerade so absolut dargestellt, dass in dieser Datei nur diejenigen aufgenommen werden, die tatsächlich verurteilte Straftäter und Straftäterinnen sind. Auch da kann man noch mal einen Blick hinwerfen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das in der gebotenen Sachlichkeit dann in den Ausschüssen, wie gesagt, in den beiden betroffenen Ausschüssen, gerne vielleicht auch noch, wenn wir über die präventiven Maßnahmen sprechen, mit dem Jugendausschuss zusammen, dass wir das in der gebotenen Sachlichkeit diskutieren und auf weitere Effekthaschereien verzichten. Vielen Dank. Vielen Dank. Seien Sie so nett, bleiben Sie noch vorne, weil justament hat sich Kollege Düngel zu einer Kurzintervention gemeldet. Und wenn er sich jetzt eindrückt, bekommt er für 90 Sekunden das Wort. Los geht's. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Paul, erstmal ganz herzlichen Dank, weil das war jetzt nach meinem Wortbeitrag und nach dem vorliegenden schriftlichen Antrag der erste Beitrag, wo tatsächlich irgendwie auch was Substanzielles noch
rübergekommen ist und wo man zumindest erkennen konnte, dass Sie sich mit der Materie beschäftigen. Dafür ganz herzlichen Dank. Was die weitere Debatte angeht, ich habe ja vorhin ausgeführt, ich glaube tatsächlich, bin der Überzeugung, dass das hier in diesem Innenausschuss wenig sinnvoll ist, diese Themen zu bearbeiten, weil das ideologisch ganz einfach mir nicht wirklich sinnvoll erscheint. Aber ich bin natürlich lernfähig und gucke auch optimistisch in die Zukunft. An uns soll es nicht scheitern. Wenn wir das hier gemeinschaftlich so machen wollen, dann können wir den Antrag auch gerne mit in den Innenausschuss geben, meinetwegen sogar auch gerne in den Jugendausschuss bzw. Familie, Kinder und Jugend, weil Sie das ja auch noch gerade mit angesprochen haben. Also an uns soll es da nicht scheitern. Der Kollege Olejak spricht auch gerade schon mit den anderen Fraktionen. Das können wir dann auch gerne so machen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir vielleicht diesen Antrag dann auch nehmen, um da was Besseres hinzubekommen. Ja, Herr Kollege Düngel, das nehme ich jetzt mal durchaus sehr wohlwollend zur Kenntnis. Ich weiß, wie schwierig die Diskussionen sind zwischen Polizei und zwischen Fanszene. Ich glaube aber, dass nur die Lösung darin liegt, miteinander zu sprechen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir vermutete Fronten nicht hier in den Landtag tragen und dementsprechend nicht solche Fronten aufmachen, wie Fanthemen sind im Innenausschuss nicht zu besprechen. Das wäre ein völlig falsches Signal, auch in die Fanszene, auch in Richtung Polizei. Und deswegen finde ich es gut, dass Sie jetzt sich bereit erklärt haben, diesen Antrag auch an den Innenausschuss zu überweisen. Soweit Kurzintervention und die Entgegnung von Frau Kollegin Paul. Bevor wir in der Debatte weiter voranschreiten, darf ich allerdings doch herzlich bitten, wenn wir jetzt eine erweiterte Überweisungsempfehlung abgeben sollten, dass die Fraktionen das untereinander abstimmen, denn so per Zuruf können wir das nicht machen. Okay, vielen Dank, Frau Bär. So, jetzt hat für die FDP-Fraktion Herr Kollege Lürbke das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich natürlich sowohl als Mitglied des Innenausschusses als auch des Sportausschusses, wenn wir das in beiden Ausschüssen beraten. Und ich bin da ganz bei Frau Paul. Ich glaube auch, das wäre das falsche Signal, das nur im Sportausschuss zu machen. Ich habe mich da schon ein wenig gewundert. Wobei ich mich auch über Ihren Redebeitrag wieder einmal gewundert habe, Herr Düngel. Fußballfans sind keine Verbrecher. Ich habe nie irgendwas anderes gesagt. Fußballfans sind keine Verbrecher. Das ist auch unsere klare Position. Wir haben uns da auch in den letzten Jahren ja auch intensiv darüber ausgetauscht in den beiden genannten Ausschüssen. Und ich bin da völlig bei Ihnen, wenn es darum geht, einen ständigen Dialog zu führen, einen ständigen Dialog zwischen Fans, zwischen Polizei, zwischen den Vereinen im Interesse des Sports, im Interesse der Fankultur und im Interesse der Sicherheit. Das steht doch völlig außer Frage und das muss auch kontinuierlich aufrechterhalten bleiben. Nur es muss doch auf der anderen Seite, und das blenden Sie für mich halt völlig aus, müssen wir doch auch nicht nur über Prävention reden, sondern eben auch über Repression und Sanktionen bei dem ganz kleinen Kreis, bei dem kleinen Kreis der wirklich gewaltbereiten Störer, die den Fußball, die den Sport missbrauchen für andere Zwecke und damit den gesamten Sport quasi in Verruf bringen. Und da müssen wir eben auch über Repression und Sanktionen sprechen bei denen. Und das darf man an der Stelle dann eben auch nicht auslassen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dem Antrag ganz konkret. Sie vermuten jetzt eklatante Datenschutzverstöße, wenn es um entsprechende polizeiliche Speicherungen von Personen und personenbezogenen Hinweisen geht. Und in Ihrem Antrag haben Sie es ja auch geschrieben, Sie betonen, dass der hamburgische Landesdatenschutzbeauftragte die dortige SKB-Landesdatei als zum großen Teil rechtswidrig beanstandet. Also mal ein Vorschlag, also wenn das so ist, dann sehe ich auch als klaren Auftrag der Landesdatenschutzbeauftragten auch hier in Nordrhein-Westfalen an, bei Zweifeln solche Dateien in Nordrhein-Westfalen zu überprüfen. Das wäre doch mal ein erster Schritt. Ich kann mich selbst an Gespräche mit Fanprojekten, mit der Fanszene erinnern. Und es kommt ja auch immer der Hinweis darauf, dass es da Unzufriedenheiten gibt, dass es da auch oftmals vielleicht Missverständnisse gibt. Ja, darüber können wir ja gerne diskutieren, aber worüber wir bitte nicht diskutieren, und das weder im Innen- noch im Sportausschuss, ist, dass unsere Polizei doch grundsätzlich die Möglichkeit haben muss, Erkenntnisse über die gewaltbereite Fußballszene zu speichern und auszuwerten. Und ich glaube sehr, Herr Düngel, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, dass Sie das nicht grundsätzlich in Abrede stellen wollen. Ich bin mir nämlich nach Ihrem Beitrag, Herr Düngel, da gar nicht mehr so sicher. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rege aus Sicht der FDP-Fraktion deshalb an, in den weiteren Beratungen in den Ausschüssen das Thema bitte noch einmal ganz sachlich und auch bitte rechtlich sauber
zu beleuchten, ohne zu überzeichnen. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte hinterlässt bei mir gelegentlich den Eindruck, als gäbe es zwischen Vereinen, Fans und Polizei einen tiefen Graben. Aus wirklich vielen Gesprächen mit Fanvertretern, mit der DFB, mit DFL und in einer Reihe von Vereinen weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Aber ich gebe gerne zu, dass unsere Polizei ein gestörtes Verhältnis zu Störern und Straftätern hat. Das gebe ich gerne zu. Und um es deutlich zu sagen, wir haben in Deutschland ein einzigartiges Fußballerlebnis, eine einzigartige Fußballkultur, anders als in anderen Ländern Europas, wie beispielsweise Spanien, England oder auch Frankreich, ist es hier üblich, dass Choreografien stattfinden, dass wir Stehplätze haben, dass wir Alkohol im Stadion haben, dass wir wunderbare Stimmung haben. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, auch dialogisch orientiert, dass das so bleibt und nicht die ganz wenigen Störer und Straftäter sozusagen den Fußball als ihren Resonanzboden missbrauchen. So, Herr Herrmann, wenn Sie sich die Zahl der Fußballzuschauer anschauen, die friedlich jeden Samstag ins Stadion gehen, im Verhältnis zu der Zahl setzen, die in den von Ihnen genannten Dateien gespeichert sind, da wird Ihnen sehr schnell klar werden, dass wir höchstens über 0,5% der Zuschauer überhaupt sprechen. Sie thematisieren hier die Diskussion in anderen Bundesländern, stellen das aus Ihrer Sicht so dar, wie Sie es gerne möchten. Ich möchte schließen mit dem Hinweis, dass der Vorwurf, hier existiere ein strukturelles Problem. Unsere Polizei würde grundsätzlich mit Daten verantwortungslos und nicht gesetzeskonform umgehen. Diesen Vorwurf, meine Damen und Herren, weise ich zurück. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Minister. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die Fraktionen haben sich gerade gemeinsam darauf verständigt, dass wir diesen Antrag nicht wie ursprünglich vorgesehen nur an den Sportausschuss, sondern auch an den Innenausschuss überweisen. Der Sportausschuss soll allerdings die federführende Beratung übernehmen. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung wie üblich erfolgen. Ich darf fragen, wer für diese Überweisungsempfehlung ist. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Antrag.